So, jetzt erkläre ich euch, wie man Abrakadabrien spielt. Was findet ihr in der Schachtel? Da sind erstmal die Geländekarten, da gibt's Türme, Wächterstatuen, Wälder und Flüsse. Dann gibt's Portale und dann gibt's noch Schatzkarten. Außerdem gibt's allerhand Material für Erweiterungen, das braucht ihr erstmal noch nicht. Stellt den Nachziehstapel zusammen. Je nachdem, wie viele ihr seid, müsst ihr Geländekarten aussortieren und in die Schachtel zurücklegen. Seid ihr nur zu zweit, dann sortiert alle Dreiecke und Pentagramme aus. Seid ihr zu dritt oder zu viert, dann sortiert nur die Pentagramme aus. Zu fünft oder sechst spielt ihr mit allen Karten. Mischt nun gründlich die verbleibenden Geländekarten mit allen Schatzkarten zusammen und legt sie als verdeckten Stapel bereit. Nacheinander zieht ihr je 9 Karten, sodass alle ein eigenes Gebiet aus 3x3 Karten vor sich auslegen können. Die Karten werden verdeckt, mit der Rückseite nach oben zeigend ausgelegt. Ihr dürft sie euch nicht vorher ansehen. Aufgepasst! Beim Aufbau wie auch im restlichen Spiel müssen alle Karten vom Nachziehstapel immer eine nach der anderen gezogen und in Leserichtung, also von links nach rechts und von oben nach unten ausgelegt werden. Die Karten dürfen nicht beliebig ins eigene Gebiet gelegt werden. Legt zur Rechten jedes Gebiets ein Portal, sodass die Seite mit dem blauen Wirbel nach oben zeigt. Legt auf jedes Portal 2 verdeckte Karten vom Nachziehstapel. Außer natürlich, wenn ihr nur zu zweit spielt. Dann legt 4 verdeckte Karten vom Nachziehstapel auf jedes Portal. Das sind eure Handkarten. Das müsste dann ungefähr so aussehen. Ihr spielt alle gleichzeitig, es gibt also keine langen Wartezeiten. Keine Angst, ihr müsst deswegen nicht hetzen. Ein Zug beginnt damit, dass du beide Karten vom Portal zu deiner Rechten auf die Hand nimmst und sie dir ansiehst. Sobald das Portal zu deiner Linken frei ist, darfst du eine der folgenden Aktionen ausführen. Ersetzen. Ersetz eine offene oder verdeckte Karte in deinem Gebiet durch eine Karte aus deiner Hand. Diese Karte legst du offen aus. Nimm die ersetzte Karte auf die Hand. Aufdecken. Dreh eine verdeckte Karte in deinem Gebiet auf die offene Vorderseite um. Tauschen. Vertausch die Plätze von 2 benachbarten Karten in deinem Gebiet. Die Karten müssen waagrecht oder senkrecht benachbart sein, nicht diagonal. Leg anschließend beide Handkarten verdeckt auf das Portal zu deiner Linken. Damit ist dein Zug beendet. Liegen jetzt auf dem Portal zu deiner Rechten bereits 2 neue Karten? Dann nimm sie auf die Hand und plane deinen nächsten Zug. Denk daran, du darfst deinen Zug erst ausführen, wenn das Portal zu deiner Linken frei ist. Planen darfst du ihn schon vorher. Spielziele. Ordne die Karten in deinem Gebiet so an, dass sie Türme, Flüsse, Wälder oder eine Gruppe von Wächterstatuen ergeben. Die Rückseiten der Geländekarten verraten dir, um welche Art, Turm, Wald, Fluss oder Wächter es sich handelt. Allerdings kennst du noch nicht die Zahl 1 bis 6 auf der Vorderseite. Bei den Schatzkarten verrät dir die Rückseite nicht einmal, um welches Gelände es sich handelt. Dafür ist jede gesammelte Schatzkarte am Spielende 2 Punkte wert. Was kannst du bauen? Türme. Türme baust du aus gelben Karten. Ein Turm besteht aus 3 senkrecht übereinander liegenden offenen Karten. Die Kartenzahlen müssen von unten nach oben aufsteigen, Sprünge zwischen den Zahlen sind aber erlaubt. Also zum Beispiel 2, 3, 5. Oder Wälder. Wälder baust du aus grünen Karten. Ein Wald besteht aus 4 offenen Karten, die in einem Rechteck von 2x2 Karten ausliegen. Dabei darf keine Kartenzahl doppelt vorkommen. Zum Beispiel 2, 3, 4, 6. Flüsse. Flüsse baust du aus blauen Karten. Ein Fluss besteht aus 3 waagrecht nebeneinander liegenden offenen Karten. Die Kartenzahlen müssen von links nach rechts aufsteigen. Sprünge zwischen den Zahlen sind erlaubt. Zum Beispiel 1, 4, 6. Wächter baust du aus roten Karten. Eine Gruppe Wächter besteht aus 4 offenen Karten, die in allen 4 Ecken des eigenen Gebiets ausliegen. Dabei darf keine Kartenzahl doppelt vorkommen. Zum Beispiel 5, 2, 1, 4. Wertung. Hast du eines der 4 Ziele erreicht? Dann darfst du die entsprechenden Karten werten. Das tust du zwischen deinen Zügen. Das heißt, nach dem Ablegen der Handkarten auf dem Portal zu deiner Linken und vor dem Aufnehmen der nächsten Handkarten von deinem Portal. Du musst Ziele nicht sofort werten. Im Spiel mit den Erweiterungen kann es sinnvoll sein zu warten. Wenn du wertest, sag laut, welches Ziel du erreicht hast. Zum Beispiel,
Ich habe einen Turm. Entferne die Karten des Ziels aus deinem Gebiet und sammle sie separat auf deinem Punktestapel. Jede Geländekarte in diesem Stapel ist bei Spielende einen Punkt und jede Schatzkarte zwei Punkte wert. Anschließend füllst du dein Gebiet wieder auf. Ersetz die Lücken in deinem Gebiet, in Leserichtung, durch verdeckte Karten vom Nachziehstapel. Du kannst mehrere Ziele gleichzeitig werten. Wenn du das tust, darfst du dir die Reihenfolge aussuchen. Wollen mehrere Personen im selben Zug werten? Wer zuerst angesagt hat, füllt zuerst auf. Boni. Wenn du ein Ziel wertest, bekommst du eine vom Ziel abhängige Bonusaktion. Diese führst du immer sofort aus, nachdem du dein Gebiet mit verdeckten Karten wieder aufgefüllt hast. Ausnahme, der Bonus für den Wald gilt während des Auffüllens. Wächterbonus. Wachsame Augen. Sieh dir drei verdeckte Karten in deinem Gebiet an. Leg sie danach verdeckt zurück. Waldbonus. Plantage. Leg die Karten, die du nachziehst, in beliebiger Reihenfolge aus. Du bist also nicht an die Leserichtung gebunden. Gilt beim gleichzeitigen Werten mehrerer Ziele für alle Karten, die du nachziehst. Flussbonus. Transport. Vertausch die Plätze von zwei beliebigen Karten in deinem Gebiet. Die Karten müssen nicht benachbart sein. Turmbonus. Ausguck. Deck eine Karte in deinem Gebiet auf. Eine Übersicht über die Boni findest du auch auf deinem Portal. Spielende. Wenn du nach dem Werten eines Ziels dein Gebiet nicht mehr komplett auffüllen kannst, weil der Nachziehstapel leer ist, wird das Spielende ausgelöst. Sprich die magischen Worte Ende Gelände. Alle anderen dürfen ihre aktuelle Aktion noch beenden und danach gegebenenfalls noch werten. Zählt jetzt die Punkte auf den Karten in eurem Punktestapel. Geländekarten sind eine, Schatzkarten zwei Punkte wert. Wer die meisten Punkte gesammelt hat, gewinnt. Bei Gleichstand wird der Sieg geteilt. Mehr müsst ihr nicht wissen, um loszuspielen. Lest den Rest der Anleitung erst, wenn ihr bereit für die Erweiterungen und Varianten seid. Aber hier schon mal eine kleine Vorschau, was noch alles in der Schachtel steckt. Es gibt noch Geister und Aufträge und Ereignisse und ein anderes Portal und ihr könnt im Team gegeneinander spielen. Und wenn ihr all das gemeistert habt, dann versucht euch mal an der Stress-Variante, wo jeder so schnell seine Züge macht, wie er eben kann.